Hiermit möchte ich einen Aufruf starten. Und zwar habe ich einige Dinge zu verschenken, die ich nicht mehr brauche und möchte die gerne innerhalb der nächsten Woche aus dem Haus haben. Falls sich also hier in YouTube entweder aus Lünen oder aus Dortmund oder aus Waltrop jemand findet, der Interesse an den Dingen hat, kann er mir gerne unter meinem Video eine Nachricht schreiben und dann werden wir das schon hinbekommen. Ich zeige euch jetzt mal die Dinge. Es ist nichts Besonderes, deshalb verschenke ich es ja auch. Aber ich finde es einfach zu schade zum Wegwerfen. Okay, dann starten wir mal. Also, als erstes wäre mal diese Salatschüssel. Die ist noch komplett funktionstüchtig und fast neu. Dann dieser Brotkorb. Ist auch noch vollkommen in Ordnung. Drei Pinsel, nagelneu, aus Holz. Vielleicht kann jemand, der Kinder hat, die noch gebrauchen. Eine Schüssel, da würde ich allerdings nicht unbedingt empfehlen, Flüssigkeiten hineinzugeben. Vielleicht irgendwelche trockenen Gegenstände, nur zur Aufbewahrung. Hier Gefrierboxen, also eine besser gesagt. Dann hier zwei kleine Gefrierschachteln oder Frischhalteschachteln mit Deckel. Eine Handtasche. Komplett in Ordnung, nichts kaputt, mehrere Innenfächer. Dann diese Dekoschüssel oder Dekoschale. Hier auch Deko Herbst. Dekosteine, blaue und schwarze sind glaube ich auch noch dazwischen. Und hier weiße und blaue. Und das ist auch für verschiedene Dekorsteine und goldenes, ja, verschiedenes. Hier Dekogranulat in Anthrazit. Dann eine kleine Kerze. Funktioniert auch noch, man muss nur drauf drücken. Also vorhin hat sie noch funktioniert. Ja, dann leuchtet sie auch. Jetzt ist es halt ein bisschen hell hier, deswegen sieht man das nicht. Wieder drauf drücken, dann ist sie aus. Dann ja, weiße Dekosteine. Noch ein paar. Ein Rest von blauen Dekosteinen, Federbälle, sind auch alle in Ordnung, sind aber glaube ich nicht mehr 6, vielleicht nur noch 5 oder 4. Dann ein Springseil, ist auch in Ordnung. Diese Kunststofflampe, da ist nur die Batterie alle, muss eine neue Batterie rein, dann funktioniert die auch wieder. Und hier dieses kleine Weihnachtsengelchen, da fehlt allerdings, oder? Fehlt da irgendwas? Ja, hier oben am Kopf ist ein Stückchen abgebrochen. Ansonsten sieht es aber schon noch sehr hübsch aus, kann man auch anmachen. Ging auch vorhin noch, jetzt höre ich es nicht. Ja, verändert eigentlich dann die Farben. Ansonsten auch eine neue Batterie rein, dann läuft es wieder. Und hier habe ich noch Räucherstäbchen, Ätherik, noch ein paar. Dieses hier ist prima zur Kopfmassage. Und wer Meerschweinchen hat, der kennt das sicher.
Dem würde ich dieses Teil noch schenken, wenn er Interesse dran hätte. Und hier habe ich noch einmal Kopfhörer, nie benutzt. Und dieses hier ist eine, ja, wie sagt man, Fernsehzimmerantenne. Ich hoffe, die ist auch noch vollständig, aber ich denke mal schon, und sie müsste auch noch funktionieren. Ich habe eine andere mittlerweile, deswegen brauche ich sie nicht mehr. Ja, im Keller hätte ich noch jede Menge andere Sachen für den Haushalt und auch noch andere Sachen. Und hier habe ich noch eine schöne Tischdecke mit jeweils an den Enden so ein, ja, wie so eine Perle dran. Glänzt schön, seidig, Farbe hell orange. Und hier habe ich noch verschiedene Gardinen, unter anderem auch diese hier, zwei Stück. Also immer eine kurze, eine lange für kleine Fenster. Es sind aber auch welche, ein, zwei lange für Terrassentüren dabei. Dann, ja, möchte ich mich schweren Herzens von diesem Kleid trennen, da es mir einfach obenrum viel zu eng ist. Ich liebe dieses Kleid eigentlich, aber ja, bringt es ja nicht. Für was noch aufbewahren? Farben rosa, lila und noch ja, so ein Olivgrün, würde ich mal sagen. Hier oben mit kleinen goldenen Pailletten verziert. Und links und rechts jeweils solche Schnüre zum Raffen. Kann man sich das oben raffen? Mit kleinen Perlen dran. Hier ist noch der Rest auch. Ja, dann hätte ich noch, ja, bunt auf bunt kommt nicht so gut. Lege ich das lieber mal hier hin. Einen Rock, den kann man als Minirock anziehen, indem man ihn sehr hoch am Bauch trägt oder als knielangen Rock, wenn man ihn normal trägt. Den finde ich eigentlich sehr schön, aber da ich keine weißen Oberteile habe, ja, und auch so ziehe ich ihn eh nicht mehr an. Ist noch sehr gut in Schuss, die Nähte sind noch in Ordnung. Alles noch in Ordnung. Dann hätte ich noch diesen Rock im Tigermuster. Auch so rum. Ist mehr so ein Pumprock. Also oben etwas enger und unten so punktmäßig. Kann man sich aber auch ein bisschen zurechtschoppen, wie man möchte. Ist auch halb mini, würde ich mal sagen. Farben hellbraun und leicht dieses leicht ins Gräuliche rein und schwarz. Dieser nicht, der ist zu alt, den schmeiße ich weg. Dann hätte ich noch dieses Top. Moment. Schwarz auf schwarz. Dieses Top, sehr kurz, also weit geschnitten und gleichzeitig aber auch sehr kurz. Das heißt, wer obenrum sehr viel hat oder ein bisschen Bauchansatz, der kann das mit diesem Oberteil sehr gut kaschieren. Kurzärmelig, also für den Sommer, sehr leichter, dünner Stoff. Farben schwarz, weiß und grau, also die Schrift ist weiß und grau und der Rest schwarz. Dann dieses T-Shirt mit Wasserfallkragen. Ja. Hinten ganz weiß und vorne mit diesem Muster drauf.
Ja, dann habe ich noch eine Sache. Das war recht teuer. Weiß nicht, ob man das jetzt gut erkennen kann. Das kann man entweder als Kleid anziehen oder aber als langes T-Shirt mit einer Legging drunter. Kann man jetzt wahrscheinlich schlecht erkennen. Ist oben gestrickt. Und ansonsten ist der Stoff eher wie Seide und hat oben so Puffärmel. War wie gesagt nicht billig, also ja, dafür hätte ich vielleicht gerne wenigstens noch 5 Euro. Das wäre schön. Ist mir leider auch schon zu eng. Dann dieses hier ist ein Longblusen-Shirt, kurzärmelig, auch im Tiger-Look mit Braun, unten jeweils links und rechts mit Tasche. Für auch etwas fülligere Frauen, die ihren Bauch ein bisschen kaschieren möchten. Von Gina Benetto ist vielleicht ein Begriff. Würde ich auch verschenken. Dieses Oberteil ist außen rosa, innen orange, leicht durchsichtig. Was haben wir denn da noch? Vielleicht hätte daran noch jemand Interesse. Moment. Dann dieses hier ist auch von Gina Benotti. Teilweise diese kleinen, ja, Flecken sind, also sind keine Flecken. Das ist dann durchsichtig etwas. Ansonsten hier mit einem Schmetterling. Ja, in verschiedenen Farben. Auch etwas länger und etwas breiter. Für die nicht mehr ganz so schlanken Damen wie mich. Auch zu verschenken. Dann diese Bluse, die finde ich eigentlich wunderschön, aber ich passe einfach nicht mehr rein, weil sie einfach zu eng ist. Und zwar die Hauptfarbe ist Türkis, ist hellblau. Also da kann man wirklich sehr gut mit kombinieren, weil so viele Farben drin sind. Also über Türkis, Weiß, Hellrot, dann noch zwei verschiedene Grüntöne. Ja, und unten so schön mit Spitzen. Also sehr schön. Würde ich auch verschenken. Dann hätte ich einfach noch verschiedene Leggings. In Lila, in Schwarz, in Beige und in Weiß. Ja, der Rest kann weg. Gut. Jetzt gehe ich erstmal wieder hier zurück an den Tisch. Jetzt habe ich ganz vergessen, wegen der Größen reinzuschauen in die Kleidung. Wer an irgendeinem oder mehreren Teilen Interesse haben sollte, kann mir auch unter mein Video einfach eine Nachricht schreiben. Und dann werde ich die Größen noch nachteilig durchgehen. Ja. Würde mich freuen, wenn sich jemand als Abnehmer finden würde für das ein oder andere Teil. Und für die anderen Sachen, die noch im Keller sind, werde ich, denke ich, noch ein weiteres Video machen. Okay, dann wisst ihr Bescheid. Dankeschön und tschüss.